Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir orakeln heute DFB-Pokal Preußen-Münster gegen Bayern München. Ich habe mich für Bayern München entschieden. Kann sich vielleicht denken, warum. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Bayern hier haushoher Favorit ist. Natürlich denke ich mir das... natürlich denke ich mir das morgen auch. Für morgen orakeln wir dann Leipzig gegen Wien-Wiesbaden. Und, Boah, Pfosten. Da haben wir schon am 1-0 gekratzt. Ja, aber wie gesagt, Preußen-Münster spielt zu Hause. Das wird auf jeden Fall eine schwere Nummer, gerade wo Bayern jetzt zuletzt gegen Bochum 7-0 gewonnen hat. Manchmal haben die Bayern ja eine kleine Krise oder treten eben nur mit der B oder sogar C11 an, sodass Preußen-Münster dann vielleicht doch irgendwie weiterrutschen kann. Man kennt es zum Beispiel von Holstein Kiel, die ja Bayern auch schon mal irgendwie rausgehauen haben. Ich weiß gar nicht, was das damals war, ob das Viertelfinale war, Halbfinale, auch auf jeden Fall DFB-Pokal. Überraschungen gibt es da ja immer wieder, aber ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass sowohl Bayern als auch Leipzig weiterkommen. Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, mit dem 7-0 gegen Bochum habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Also so kennt man Bayern natürlich nur aus den stärksten Zeiten, aus den stärksten Phasen. Wobei man sagen muss, zuletzt hatte Bayern diese Phase eher weniger. Ne? Also aktuell ungeschlagen noch in der Liga. Aber ich bin immer noch der Meinung, das täuscht ein wenig. Also sie bräuchten schon mal wieder einen knackigen Gegner. Sprich in der Champions League dann wahrscheinlich. Wobei sie ja auch am Wochenende gegen Leipzig spielen. Aber bei den Bundesliga-Mannschaften denke ich mir oft so, gerade wenn es so Dortmund, Leverkusen, Leipzig sind, die gegen Bayern antreten, dass da immer noch so ein bisschen der Kopf mitspielt, so ein bisschen zu viel Respekt. Das haben die kleineren Vereine dann nur bedingt, ne, auch. Aber oft sind es ja die kleinen Vereine, die dann befreiter aufspielen und dadurch eben Bayern auch ganz schön nerven können. Ne? So wie Köln, Freiburg, so Mainz, die haben das ganz gut drauf. Oh! Der Querschläger hier an dieser Stelle. Ja, am Schwierigkeitsgrad habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht so drauf geachtet. Aber eigentlich nichts weiter umgestellt, genauso wie die Zeiteinstellung auch immer noch auf 4 Minuten pro Halbzeit sein müsste. So, und dann muss Bayern, ich weiß gar nicht, wann es genau ist, Ende Oktober oder so, Anfang November, irgendwann, glaube ich, gegen Dortmund nochmal ran. Das wäre der nächste große Gegner nach Leipzig, wenn man jetzt mal Man United in der Champions League ausklammert. Da müssen sie ja dann, obwohl, ich glaube, die sind so Dezember oder so wieder dran, ne? Und da wird es eben spannend, wie es dann aussieht, wenn sie mal in der Champions League oder so auf einen Verein treffen wie Real Madrid, Liverpool, Manchester City, wie es da dann so läuft. Ne? Da sehe ich dann nämlich schon mal wieder eine Problematik für die Bayern. Aber vielleicht täusche ich mich ja. Man wird sehen. Ne? Julian Nagelsmann jetzt Nationalmannschaftstrainer irgendwie bis zur EM. Ich glaube, da haben wir auch noch gar nicht so wirklich drüber gesprochen. Oh Gott, 0-0, ich darf mich nicht verquatschen. Was ist denn hier los? Vorhin noch so fast in Führung gegangen und jetzt auf einmal geht hier gar nichts mehr. Halbzeit schon rum. Uiuiuiui, das meine ich. So, das geht auch schnell bei Bayern, so, dass die sich so denken, ja, wir machen das Tor und so. Und dann steht zur Halbzeit auf einmal 0-0 oder so und dann geht ganz schnell auch die Panik los bei Bayern, bei solchen Ergebnissen. Okay, zack. Ja, ich finde das eigentlich mit Julian Nagelsmann ganz cool. Ah, verdammt. Da habe ich gedacht, würde er sich ein bisschen besser freilaufen. Oh, jetzt. Nice, geht doch.
Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Harry Kane hier? Yeah. Nice one. Da ist das Ding drin. So, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Sicherheit mit drin und jetzt können wir sie überrennen. Okay, komm. Ziemlich auf das Spiel konzentrieren, denn ich gehe auch hier wieder davon aus, vielleicht nicht unbedingt mit einem 7-0, aber... Oh! Fast. Ja gut, das war nix. Ah, fast, wie er den da noch rausgecatcht hat. Der war nicht schlecht. Ja, aber... Boah, so ein 3-0, 4-0 oder sowas, vielleicht 4-1... Kann ich mir schon vorstellen. Für Bayern. Ja, verdammt. Wieder hängen geblieben. So, nein, verdammt, verdammt, verdammt. Okay. Ah, doch, jetzt. Schön durchgestochen wieder. Ja, das schon. Weil er mir den Pass so lange gebraucht hat, habe ich schon so gedacht, oh oh, abseits. Nee, und X-Pässe, das war nämlich ein X-Pass eben, gehen ja bekanntlich immer ein wenig zurück, während ein Dreieckpass eben so schön nach vorne geht. Da habe ich schon so ein bisschen vermutet, wenn ich jetzt einen Dreieckpass gesetzt hätte, dass er irgendwie zu weit nach vorne gehen würde. Deshalb erstmal der sichere X-Pass. Ja, zack. Und rein in die... Ah, den hätte er durchlassen müssen. Oh, komm, Kane. Setz dich einfach durch hier. Boah. Okay, dass der reingeht, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt ist der Knoten geplatzt, wie man so schön sagt. Jetzt geht's hier ab. Da ist das Ding tatsächlich auch noch reingehüpft. Hätte man vielleicht vorher auch schon ein bisschen mutiger agieren müssen. Boah, auch hier wieder. Stark. Oh! Was ist denn jetzt los? Eine Halbzeit geht hier gar nichts. Ich sag ja, hätten wir in der ersten Halbzeit auch schon mutiger sein müssen, dann wäre das hier richtig abgegangen. Also, das ist ja wild. Dass wir jetzt hier auf einmal ein Tor nach dem anderen schießen. Oh! Ja, doch schon den Ball. Na, Doppelpass mit dem Gegner. Zack. Ah, shit. Oh. Alter. Was ist denn jetzt los? Da schießt man schon mal so gefühlt aus der zweiten Reihe und trotzdem ist das Ding auch wieder drinnen. Also keine Ahnung, was jetzt hier... Jetzt bin ich einfach ein bisschen konzentrierter, denke ich mal. Dann haben wir jetzt unsere Hausaufgaben gemacht und können jetzt vielleicht dann doch wieder in das ein oder andere Thema versinken. Aber so spontan, was gibt's denn noch so zu berichten? Champions League technisch hatten wir bereits erwähnt. Da gehe ich sehr stark davon aus, dass Bayern, Dortmund, die haben halt PSG als schwierigen Gegner, aber sonst müsste man da eigentlich auch weiterkommen. Leipzig auf jeden Fall weiter. Aber Union Berlin, die haben da echt was vor der Brust, so. Das ist so schade, dass das nicht geklappt hat. Ah, shit, das wäre abseits gewesen. Dass es nicht geklappt hat gegen Real Madrid. Diesen Punkt, das wäre so wichtig gewesen. Auch um einfach dafür zu sorgen, dass Real Madrid nicht zu stark abhaut. Ne, also, das kann ja immer alles kippen. Man kann ja auch auf einmal so diesen Glücksmoment haben und auf einmal rutscht Real da irgendwie noch der ein oder andere Fehler mit rein. Plötzlich sind die Dritter oder sowas oder Zweiter. Aber Union, die werden es echt schwer haben. In der Europa League lief ja alles einigermaßen geschmeidig. Alle deutschen Teams, auch Conference League, alle haben da ja gewonnen, soweit ich das nur auf dem Schirm habe. Ja, und ansonsten, was Julian Nagelsmann und Länderspielpause und sowas, wir haben ja irgendwie so eine Reise in die USA oder so. Oh! Das, denke ich mal, sollte eigentlich auf dem Blatt Papier normalerweise ein Sieg für Deutschland sein, aber
Im Augenblick wird ja hier sehr, sehr viel rumgestruggelt, was die deutsche Mannschaft angeht. Aber ich denke mal, das ist sowieso jetzt auch durch den Sieg gegen Frankreich nochmal so ein Befreiungsschlag gewesen. Und Herr Nagelsmann wird dann neu, werden die Karten neu gemischt. Ne? Na gut, wir haben hier 6-0, glaube ich, gewonnen. Das ist interessant, dass wir in der einen Halbzeit so explodiert sind und in der anderen Halbzeit oder in der ersten Halbzeit eher weniger. Vielleicht ein bisschen hoch, aber ich gehe schon davon aus, dass Bayern souverän gewinnt. Also so ein 3-4-0, kann ich mir vorstellen. Na gut, eure Gedanken wie immer gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid dann bei dem Spiel morgen. Wien-Wiesbaden gegen Leipzig wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.